Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zur neuen Reaction auf diesem Channel. Und zwar reagieren wir heute, wie dreist Nutella Werbung macht. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die ein oder andere Werbung. Man kennt ja auch so Oldschool-Werbungen von Zigarettenmarken. Aber ich bin da gespannt, was Nutella so an sich falsch gemacht hat. Abonniert unbedingt gerne unseren Channel. Lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Und auf its_tobi gibt's auch gerne ein bisschen mehr Formel 1 Stuff. Also lasst uns reinstarten. Steile These. In jedem gutbürgerlichen deutschen Haushalt findet sich zu jeder Zeit ein Glas Nutella. Wir alle lieben die Nuss-Nougat-Creme. Auf jeden Fall. Vor allem auf Brot. Also ich bin kein Deutsch, aber ich liebe sie trotzdem. Warte, warum? Eigentlich zum Frühstück. Das sind die Zutaten eines Glases Nutella. Da ist nicht viel. Wir hatten mal kurz Palmöl, Magermilchpulver, Kakao, Haselnüsse und ja, fast die Hälfte vom Glas ist eigentlich nur Zucker. Aber trotzdem, ich esse das eigentlich nicht zum Frühstück. Wer macht das schon? Sorry. Macht ihr das? Esst ihr Nutella zum Frühstück? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, nein, also das ist mir einfach zu zuckrig. Mit gesunder Start in den Snickers. Tag. Die wenigsten essen wahrscheinlich erstmal einen dicken Schokoriegel. Die hätten weniger Kalorien. Wie sind wir hier hingekommen? Warum fühlt sich Nutella auf gutem deutschen Brot mit einem Glas Milch und O-Saft so an? Das frage ich mich auch. Ihr ahnt es. Schuld ist eine seit Jahrzehnten andauernde Werbekampagne, die eigentlich unheimlich dreist ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und Teil eines viel größeren Problems. Bin wie immer sehr gespannt. Es hört sich schon weird an. Wobei eigentlich es gibt noch eine schlimmere Diskussion. Nutella mit oder ohne Butter? Also das ist für mich die eher noch schlimmere Frage. Wer isst das mit Butter bitte? In diesem Video keinen einzigen der, die das Nutella-Joke machen. Der sind einfach nicht witzig. Sorry. Der Konditor Pietro Ferrero hat Nutella 1940 in der Region Piemont in Italien entwickelt. Das Produkt war die erste Nuss-Nougat-Creme ihrer Art und wurde in den folgenden Jahrzehnten überall auf der Welt ein Hit. Auch dank einer brillanten Marketingstrategie des Ferrero-Konzerns. Die schokoladenartige Masse wird von Anfang an als Frühstück vermarktet. So steht sie zum Beispiel nicht im direkten Wettbewerb mit Schokoriegeln, Weingummi oder anderen Süßigkeiten. Stattdessen ist Nutella eine recht einzigartige Option unter Marmelade, Käse, Wurst, Cornflakes oder das Joghurt. Natürlich, diese Strategie nennt man ganz allgemein Niche. Das ist natürlich nicht Niche dumm, Marketing. Muss man sagen. Nutella aber ist nicht einfach eine Süßigkeit, sondern ein fester Bestandteil eines reichhaltigen, nahrhaften Frühstücks. Es gibt herrliche alte Werbungen, in denen Nutella sogar als irgendwie gesund verkauft wird. Machen wir uns gemeinsam 84. eine Spurensuche durch die Jahrzehnte. Hier ein Goldstück aus den 80ern. Die kenne ich. Was haben wir da nur gemacht? Das ist gar kein Nutella. Ja, ist denn das nicht das Gleiche? Aber Frau Schulz, das ist doch nicht das Gleiche wie Nutella. Richtig. Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen. Nutella hat nämlich so was. Genau. Na genau. Der Doktor klärt das. Kein Doktor der Welt würde Werbung für Nutella machen. Aber ja. Warum viel Eiweiß, Kalzium und Eisen? Ja, das sind genau. Unentbehrliche Lebensbausteine. Sie machen Nutella so wertvoll. Also, auf die Lebensbausteine kommt es an. Nutella, Lebensbausteine für jeden Tag. Mütter wissen, nur wo Nutella draufsteht, ist auch wirklich Nutella-Qualität drin. Die Gläser haben sich ja nie verändert. Milch, wertvolle Haselnüsse, leichte pflanzliche Fette, Zucker und eine Prise Kakao. Leichte pflanzliche Öle. Also fast ein Drittel von dem Glas besteht aus Palmöl. Ja gut, trotzdem, ist es natürlich gesund. Für den guten Geschmack. Nochmal, Nutella hat vergleichbare Nährwerte wie ein dicker Schokoriegel. Aber hey, die Haselnüsse sind wertvoll und Eiweiß? Die Logik ist, Nutella ist irgendwie nahrhaft, also Teil eines guten Frühstücks. In den 90ern ist diese Message dann subtiler geworden. Und zum Frühstück gibt's Sachen, in denen noch was drinsteckt. Wenn sie richtig schmecken. Wie Nutella. Mit kräftigen Haselnüssen und dem Besten aus der Milch. Mhm. Da steckt noch was drin und es schmeckt einfach sensationell. Es steckt auf jeden Fall überall irgendwas drin. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem wird Nutella hier mit Haferflocken und Orangensaft in Verbindung gebracht. Und mit Leistungssportlern wie Bjørn Dunkerbeck, dem ehemaligen dänisch-niederländischen Profi-Windsurfer mit insgesamt 42 Weltmeistertiteln. Super, frische Milch, gutes Brot. Hey, und was gibt's drauf? Was wohl? Nutella! Nutella aufs Brot, da hast du was drauf. Die Shots des Glases Milch, der Früchte auf dem Tisch, des Brotes mit der dicken Kruste, so inszeniert Ferrero Nutella konsequent.
In den 2000ern folgten dann die legendären Werbungen mit der Fußballnationalmannschaft. Walter, wie viel Uhr ist es? 2 Minuten nach Trainingsbeginn. Höchste Zeit fürs Frühstück. Den hältst du niemals. Wetten? Das ist nicht blöd gemacht, muss man sagen. Das ist nicht blöd gemacht. Die kenne ich auch, die Werbung. Genau. Die sind alle unfassbar gut produziert und die Assoziation wird hier nochmal in die Ist auch klar irgendwie, geschickt. Es sind da viele. Aus da hast du was drauf, wird hast du's drauf. Fußballer mit krassen Skills frühstücken neben dem Fußballplatz Nuss-Nougat-Creme, um direkt morgens richtig Leistung abliefern zu können. Hier kombiniert Nutella das eigene Niche-Marketing mit einem weiteren weit verbreiteten Ansatz. Sport als Marketing-Vehikel für ja. Süßigkeiten und andere. Das ist natürlich, naja. Für diese Strategie gibt es unzählige Beispiele. Eine groß angelegte Studie hat herausgefunden, dass 3/4 aller Lebensmittel-Sponsorings im Sport ungesunde Produkte sind. Eine Assoziation mit Leistungssport kann von den eigentlichen Gesundheitsrisiken und negativen Effekten von Junkfood und Softdrinks ablenken. Vor allem sind Profisportler aber oft Idole, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Firmen wie Ferrero, Haribo oder Mars wollen die jungen Kunden möglichst früh an sich binden und ihr Essverhalten prägen. Auch über eine Assoziation mit coolen Nationalmannschaftssports. Der Ferrero-Konzern hat Nutella unter anderem über Jahrzehnte explizit an Kinder vermarktet. Eigentlich ist es ziemlich fragwürdig, Heranwachsende an einen Start in den Tag mit den Nährwerten eines fetten Schokoriegels gewöhnen zu wollen. Hier ist Nutella aber nur ein Beispiel für ein größeres Problem. Das ist ja auch mit Cola und Mäckels so. Also sorry, aber du kannst nicht nur einen an den Pranger stellen. Ich meine, sorry, selbst bei Cola und so, mit diesem Coca-Cola-Truck und so, da werden ja auch irgendwie die Kinder reingezüchtet. Gezüchtet ist ein falsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wer von euch denkt bei Cola oder bei Cola-Werbung nicht sofort an den Coca-Cola-Truck? Also, man kann jetzt nicht sagen, wow, oder so. Es ist bei allen so. Ich bin, ja, also... Die Menschen, besonders in der westlichen Welt und ganz besonders auch in Deutschland, werden seit Jahrzehnten immer übergewichtiger. Das ist leider gar nicht gut, weil Übergewicht mit zahlreichen Gesundheitsrisiken einhergeht. Besonders problematisch ist, dass bereits Kinder immer häufiger übergewichtig sind. Gemäß einer Langzeitstudie ist jedes sechste Kind in Deutschland übergewichtig oder sogar adipös. Das sind 50% mehr als noch in den 90ern. Viele unserer Essgewohnheiten entwickeln sich sehr früh und sind sehr hartnäckig. Wer als Kind übergewichtig ist, bleibt es meist als Erwachsener. Natürlich lieben Kinder Süßigkeiten. Sie werden aber auch konstant mit Werbung für Weingummis, Schoki, Chips in Beerenform und eben Nuss-Nougat-Creme bombardiert. Deshalb wird die Rolle der Lebensmittelindustrie in diesem Zusammenhang seit geraumer Zeit harsch kritisiert. Ich meine, ja, ich glaube schon, aber damals war wahrscheinlich die Werbung noch viel... Ja, keine Ahnung, mächtiger. Heutzutage, ja, wann habt ihr das letzte Mal eine Nutella-Werbung auf YouTube gesehen oder auf TikTok oder so? Jein. Also ich meine, ja, die jetzige Generation wird wahrscheinlich nicht mehr so zugespammt, weil sie auch nicht mehr so viel Fernsehen gucken, gerade auch bei der Werbung oder so. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Apps oder so, wo genauso die Werbung irgendwie gemacht wird, aber trotzdem. Also ich finde das natürlich schon, es ist klar, was gemeint ist. Aber die Weltgesundheitsorganisation fordert seit Jahren, Süßigkeitenwerbung an Kinder einzuschränken. Einige Länder haben diese Art der Werbung bereits komplett verboten. Auch in Deutschland wird das immer wieder diskutiert. Das wäre natürlich auch toll. Wir haben Ferrero zu den Marketingstrategien rund um Nutella um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher leider keine Antwort erhalten. Das war so klar. Die Werbung von Nutella ist Kult, genau wie das Produkt selbst. Auch wir sind damit aufgewachsen. Der Platz des Glases auf deutschen Frühstückstischen ist allerdings eigentlich eher erschlichen als berechtigt. Klar kann man sich mal was Süßes gönnen, auch zum Frühstück. Und eigentlich weiß wahrscheinlich jeder, dass Nutella nicht gesund ist. Aber so wurde das Produkt über Jahrzehnte nicht verkauft. Von unentbehrlichen Lebensbausteinen zu fitten, charmanten Fußballern und glücklichen Familien. Nutella ist ein herrliches Beispiel, wie das systemische Übergewicht in unserer Gesellschaft teils durch gezielte Süßigkeitenwerbung befeuert wird. Kinder sind eine wichtige Zielgruppe. Der Ferrero-Konzern ist hier allgemein ungeschlagen. Ja, dahinter so, stecken wichtige so. Fragen.
Was darf man Kindern verkaufen? Und abseits davon, wie viele falsche Versprechen sind okay? Wie irreführend darf es sein? Wo liegt die Grenze zwischen gut verkauft und ausgetrickst? Wie smart müssen Konsumenten sein? Gut, aber ich denke immer an den Werbespot, dass die, ich weiß nicht, 50er, 60er, da wurde einfach dreist in der Werbung gesagt, dass Zigaretten gesund sind. Also das ist natürlich auch, da denkst du dir so, what the fuck, dass das Leute damals glaubten. Aber natürlich, in der Werbung war es so und irgendwie keiner hat irgendwas dagegen gesagt. Und deswegen, naja, hat sich das dann 20, 30 Jahre durchgesetzt, bis man dann halt draufgekommen sind, nein, das stimmt alles gar nicht. Das war einfach nur irgendwelche Fake-Werbungen, dass das mehr verkauft wird. Wie viel Verantwortung haben Sie, Werbung zu durchschauen? Haben Sie ein Recht darauf, dass Unternehmen zumindest in gewissem Maße ehrlich sind? Wir denken schon. Ja, auf jeden Fall. Cheers. Cheers. Es ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Und natürlich schon ein bisschen irgendwie, ich habe das nie so richtig mitbekommen. Natürlich war das immer ein Frühstückstisch. Ich meine, ich persönlich esse eigentlich Nutella nicht zum Frühstück. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, abonniert auch gerne den Channel. Wir regieren auch morgen wieder. Und auch mein Team kommt morgen endlich mal wieder. Also schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Für mehr. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.